Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. So, wo sind wir? Vorige Folge gewesen. Wir wollten noch schlafen gehen. Nur ein paar Stunden. Ja. So. Scott. Immer noch schläft er. Ist uns aber inzwischen egal. So, wir holen uns die Metalle. Da mal nach unten legen. Loot All Button nutzen. Ist nie ein Fehler. Also nie ein Fehler kann man nicht sagen, aber jetzt gerade war es keiner. So, wir gehen. Da ist Kate. Kate arbeitet. Sehr brav, Kate. Mit Bluse. Super. So, was schmeckt's man heute ein? Wenn ich Gold, das geht nicht. Kupfer. Ja, ein wenig Kupfer. Gut, das ist 1. 8 wird 1. So, wenn wir eher das Eisen. Okay, wir machen mal alle. Es ist ja okay. So. Ja, wir werden nicht um den großen Kasten herumkommen. So, da haben wir. Okay, der ist leer. So, das Zink. Ich glaube, sinnvoll ist wirklich, wenn wir deine großen Kasten auch verwenden. Okay, da brauchen wir Gear dafür. Ist aber nicht so schlimm. So. Machen wir das mal. Da brauchen wir. Okay, Kupfer und 4 Gear. Okay, ein wenig Bretter. 4 Gear, Bretter, Kupfer. So, schauen wir mal. So, die Gear mal. Also eines lassen wir da. So. Weiter haben wir da keine. Weiter haben wir da oben. Er schläft noch. So. Oh. Müssen wir neu machen. So, diese. Dann nehmen wir von da. Ja. So, wir machen mal. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das delegiere. Aber jetzt ehrlich. Der schläft so gut und Kate arbeitet ja auch brav. Ja, mach ich selber. So, die Gier dran, die Bretter dran. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch der Kupfer. 2 Kupferbarren. Ja, Kate, du gehst nach Hause. Gut. So. Ist das schon... Ja, alles fertig. Gut, kann man nehmen. Dann haben wir zumindest einen Kupferbarren. Und das andere Kupfer müssen wir uns leider in der Mine holen. Also, da wird nichts überbleiben. Oh, braver Kate. Hey, Kate. So. Gut, das legen wir mal da in den. Ja, da haben wir aber ganz schön viel jetzt. So, 12 Pfeile könnten wir uns machen. Ah, es ist wieder so viel auf der Agenda, was alles zu tun ist. So, wo war denn das? Das legen wir mal da rein. Hier ihn zurück. Das Kupfer. Nein, wobei, das Kupfer bauen wir gleich ein. So, das Kupfer wird hier eingebaut. Jetzt brauchen wir noch einen Kupferbarren. So. Ja, es muss die Mine werden. Das hilft nicht so. Der ist leer. Den könnten wir rübertragen. Was braucht man eigentlich für so einen Kasten? Jetzt schauen wir gleich. So, da ist er unter. Okay, das geht. Scrap, Gear, Bretter, Components. Ja. Okay. So. Gear. Scrap zuerst mal. So. So. Tür zu. Ja, Kate, bitte. Tür zumachen ist echt nicht ihr Hobby. So, und da kommen 2 von den Großen her. So, ich weiß, wir haben nicht ausreichend Material für 2, aber... So, in welche Richtung muss man denn drehen? Aber wir stehen mal daher, dass wir später noch wissen, wo die 2 hingehören. So, die passen wir an die Wand an und nicht an die anderen Kästen. So. Und der erste... Fertig. Super. So, dann stellen wir gleich den zweiten hin. So, hier daneben, den müssen wir, glaube ich, aber auch drehen. So. Hier vorne, ja. Und so,
So. Ja, wir werden nochmal in die Mine. Also, hilft nichts. Ist notwendig. Wir brauchen die Gier, wir brauchen Kupfer. Wobei, die Gier können wir eigentlich so auch herstellen. Ja, Tierfalle. Ist auch noch ein Projekt, das wir angehen wollen. Gut, geht im Moment, glaube ich, eh nicht, weil die Köder nicht funktionieren. Oder man legt irgendwas hinein. Aber ja, wir werden das alles herausfinden. So, hier gibt es die Gier. Da brauchen wir das. So, haben wir davon was in Reserve? Sehen wir nach? Nein. Nein, nein, nein. Gut, dann machen wir's. So, wie sehen wir hier aus? Alles frei. Wir können mit dem Schmelzen beginnen. Yeah. So, Tür auf. Tür zu. So, nein. Nein. Was machen wir mit den beiden Kästen? Stellen wir die dann so nebeneinander? Wie der andere, wie der? Nein. Das werden wir uns noch überlegen. So, wir brauchen Scrap. Für Metall. So, wie werden das noch? Ja, Federn, Stöckchen. Gut, weil wir müssen uns ja mit Munition auf. So, hier. Viel zu wenig Federn. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt aber. Da passt auch nichts mehr rein. Ja, nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das. So. Okay, ich brauche Munition, ich brauche Pfeile, es ist Kupfer. Okay, ich muss zur Mine, wenn ich dorthin gehe, brauche ich Munition. So, da schauen wir mal nach, wie es damit aussieht. Ist okay. So, dann hängen wir einfach das andere da. Ich habe jetzt gar nicht gerechnet damit, dass das. Ich habe geglaubt, ich muss zwei neue Racks bauen. Wollte ich ja eigentlich nicht. Wo tue ich die? Die gebe ich da rein. Wie der Osterhase. Ich verstecke hier das Leder. Hehehe. Keiner weiß, dass hier ist. So, was glaubt ihr, wie ich mich wundere, wenn ich hier später das Leder finde? So, jetzt haben wir die Stöckchen. So, die können wir für die weiteren Zäune gut brauchen. Und natürlich auch für die Pfeile. So. Jetzt bauen wir da gleich weiter. Ah, und finalisieren das Thema da mal. Bevor wir Munition und Pfeile und das alles angehen und Mine angehen, bin ich der Meinung, machen wir mal den Wall zu. So, das können wir nämlich auch noch machen. So Stöckchen. So, Textil, Zucker. Und Flaschen. Ja. So. Das ist auch eine gute Idee, dass wir das gleich ausräumen. So. Hammer. Wir nehmen gleich den Kübel mit fürs Schmutzwasser. Weil da erhielt ich ja den Hinweis. Nochmals vielen lieben Dank. Man muss nicht destilliertes Wasser, also Safe Water, hineingeben bei der Alkoholproduktion, sondern man kann auch dieses Schmutzwasser nehmen, was großartig ist. So, hier, da füllen wir mal ein 10. So, das ist gut. So, kannst schon anfangen. Da haben wir auch genug. Ich überlege nur gerade. Ja, das ist trotzdem. Was da für ein Aufwand betrieben wird und dann bekommen wir zwei Flaschen raus und aus zwei Flaschen und Fetzen bekommen wir dann eine Bandage, also einen Verband. Naja, so ist halt so. So, ja, ich stecke ein, was geht, das muss alles da so. So, Verband 1, 2, fertig. Ja, der ganze Aufwand für zwei Verbände. So, aber jetzt haben wir das Thema nämlich auch vorerst mal erledigt. Gut, das sieht schon besser aus. Die Textilien räumen wir alle wieder in den Kasten. So. Textilien müssen wir eigentlich keine mehr looten. Wurscht, wo wir die finden. Eigentlich ist das Thema Textilien gegessen. So, weil ich die Kübel gerade in der Hand habe,
Entschuldigung, die Eimer. So, ja. Und ihn hier nehmen wir auch gleich mit. So, super. Bei dem füllen wir noch, da ist noch Platz. So. Wasserflasche müssen wir auffüllen, da brauchen wir ja sowieso auch etwas drin. So, die Kübel, ja gut ist so. Die Kübel werden wir da rein leeren. Ist natürlich voll das Ding, was mich aber sehr freut. Muss ich schon sagen, habe ich da, ja, habe ich tatsächlich. Egal. So, Kübel hinein. Nein, ist nicht egal. So. Falscher. So. Schön, freut mich. So, was wollte ich noch bauen? Genau, Stöckchen. Ja. So, wir machen gleich alle. Ich weiß, da dauert es einiges an Zeit. Das ist ziemlich... Ja, aber jetzt haben wir einiges an Stöckchen. Das ist sehr gut gelungen. Du Projektstöckchen. Oh, Huhn ist noch da. Kupfer. Okay, da haben wir eh keine andere Möglichkeit. So, wir machen eine Wall ohne Leiter. Ja, wir machen einen ohne Leiter. So, nein, nein. Ein bisschen, wir müssen schauen, dass das leicht überlappend ist. So, vielleicht ein wenig gedreht noch. So ist gut. So, Nägel und Stämme. Ja. Liegt die da am Boden? Okay, sie ist nicht da. So, na wo... Okay, loot all. Einfach mal alles looten. So, machen wir uns jetzt Bretter. Ja, 18 reichen. So. Wir legen uns auch hin. Es ist so dunkel. Wir haben uns das verdient, dass es auch heller ist. Endlich mal ausschlafen. Am Tag 50 ist es soweit. Wir schlafen bis Mittag. Naja, fast. So, der schläft auch noch. Vielleicht hat er die Schlafkrankheit. So. Tür zu. Sagen wir, das läuft alles. Da ist alles super. So. Stämme. Stämme und Nägel. Da noch. Ja, da haben wir noch ein paar. Aber die lassen wir da. So. Nägel. Die lassen wir deswegen da, damit wir im Haus immer einen kleinen Rest Vorrat haben. So. Den Nägel fügen wir ein. Geht sich gut aus. Ach, jetzt kommt der Nebel nochmal. Ich wollte nicht kämpfen. Nein, ich wollte, eigentlich wollte ich nicht kämpfen. Wobei, wenn ich drinnen bin, laufen die wieder zu dem Haus hin und wollen mich dann wieder... Eigentlich wollte ich nicht kämpfen, ich wollte das fertig machen, endlich. So, wie viel haben wir? Okay. Okay. Und 4 Pfeile. Super! Ich brauche unbedingt Schwefel. Schwefel, Salpeter und schon geht's los. So, rüber und in die Hütte. Oder machen wir mal zu. Geht sich das hier aus? Kann ich das hier ausschlafen? Das Thema? So, 2 Stunden müssen reichen. Ja. So. Wow! Zombie-Mengen bei schönem Wetter. Weg. Wie es gekommen ist, ist es gegangen. So, 16:02, super. So, wir schauen mal nach. Ja, nein, da wollte ich. Wir schmelzen dann einmal ein, noch ein wenig Scrap. Vorher holen wir uns eins nach dem anderen. Im Moment steht irrsinnig viel am Plan, was alles zu tun ist, was alles fertig zu machen ist. Jetzt muss es mal das Holz werden. So, dann schlägern wir mal den Baum.
Wir fällen, was da ist. Ich weiß schon, Bäume fällen in Realität ist eine extrem schwierige Angelegenheit. Das wird hier ganz gut simuliert, wie zeitaufwendig das ist und oder sein kann. So, da Ästchen Blätter, Ästchen die bisschen Borke. Das macht mir gar nichts. Da, 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 da. Den nehmen wir auch noch. So. So. Baumfeld. So. Gleich ein paar Mal auf den. So. Reicht das schon oder nehmen wir noch einen Baum? Ja. Ja, da haben wir jetzt. Naja, 7 Stück. Ach komm. Einmal geht's noch. So. Oh, Heidelbeeren. So, er hier nämlich. So. Ja, also wenn man links am Baum vorbeisieht, das mit dem Wall, es ist nicht schön. Also ja, natürlich, wenn man jetzt sagt, so als Umwallung für das Lager, ist das eine super Sache. Aber, naja, ich muss schon sagen, so Essen wegen der Stamina, hübsch ist anders. So, aber ich will es auf jeden Fall mal fertig machen. Das ist das Ziel, das ist mein Wunsch. So, gleich mitnehmen. So, dann noch da und Heidelbeeren und Blätter. Ja, so, Astblatt, der Stumpen muss weg. Super. So. Das tragen wir alles zurück. Machen wir den Wall noch eins. Das würde dem widersprechen, was ich eigentlich vorhabe. Stamina ist ein Hund. So. Gut. Jetzt geht's aber. Und Wall ist, also ja, der Teil des Holzwalls ist fertig. So, jetzt damit weiter und nein, nein, jetzt snappt er wieder unten nicht. Ja, oh, nein. So, gut. So, dann er hier. Oh, ich freue mich so, es nähert sich wirklich dem Ende. Ah. So, hier noch. Ja, so. So habe ich gerne, wenn ich nach außen gedreht, weil ich möchte den Abschluss ein bisschen weiter vorne machen, also schräger vorne. Naja, ich erkläre es dann zuerst mal da fertig machen, wenn wir dann davor stehen. So, alles gut. So, wieder zwischen abschließen. Die zwei Hütten nebeneinander. Leider, das mache ich nicht. Das würde das ganze Bild verschandeln. Wo ist das Tor? So. Ja, das geht eigentlich. Das werden wir nehmen. Ist zwar wirklich potthässlich. Wo ist jetzt vorne? Wo ist hinten? Ja, schauen wir mal. So. Leicht überlappend. Ja, so ist das ein bisschen vordrehen vielleicht noch. So. Und super. So, Scrap holen wir von drinnen. Ein paar Components brauchen wir und Scrap brauchen wir. So, Components, Scrap. Da werden wir gleich ein bisschen mehr mitnehmen wegen dem Schmelzen, weil wir wollten ja auch noch die Gear. So, hier kommen noch Components. Super, noch mehr Scrap, ne? So. Gut. Ja, ist hässlich. So. Wenn es fertig ist, ist auch nicht schöner. Wobei, oh ja. So. Ist das jetzt so richtig? Ist das vorne? Ist das... Ja, außen sind die hässlichen rostigen Blechwände und innen ist das beschlagene Zeug.
Ja, auch wenn es falsch rum gebaut ist, so gefällt es mir besser. So, was macht man mit dem Teil? So, da kommt aber natürlich noch eine Beleuchtung her. Wohnen wollen wir da ja auch. So, hier. Alles habe ich mit, bis auf die Grafikkarte. Ja, es ist keine Grafikkarte. Ich weiß. So, dann kommt einer noch auf die andere Seite. So, dann müssen wir aber auch drehen, bis das Kabel unten hinten. Ja. So. Grafikkarten holen. Und fertig machen. So, die andere auch. Und jetzt drehen wir mal testhalber dann den Generator auf. Wobei, machen wir es zuerst so. Unten sollst du ansnappen. Nein, und ich... es kommt eh keiner durch. Es kommt eh keiner durch. Und es geht wirklich nicht. Ich bilde mir ein, genau vor dem Problem stand ich schon. Aber es kriegt ja eh keiner unten durch. Also diese kriechenden Zombies sind Geschichten. Die gibt's gar nicht. Noch nicht. So. Nein, mit ihm. Ja, muss sein. Sorry. Wobei, erstens, wir bekommen alle Ressourcen, die wir eingesetzt haben, wieder. Und zweitens, ist ja alles gut. So, also, es muss unten sein. Nein, ich kann es nicht auf der Seite ansnappen. Ich muss es... Nein. Von... Ja! So. Das ist aber... Da kriege ich keine zweite mehr rein. Was ist, wenn ich es weiter nach vorne drehe? Also andere... Nein, jetzt... Ah! So. Nach vorne drehe. Also in unsere Richtung. Ne? In die Richtung du und ich. So. So zum Beispiel. Weil ich muss ja noch eine zweite einbauen. So, da mal drehen. Super. Also. Falsche. Ja. So. Gut. Jetzt haben wir dann noch zwei. Genau ihn hier. Okay, da hört es auf zu snappen. Nein. Komm, jetzt. So. Weiter ging's nicht, weil sonst snappt's nicht und wird rot. Also dann kann ich's gar nicht platzieren. So, um drauf. Schauen wir, wo der Winkel passt. Möglichst so. Ja. So. Und fertig. So, da kommen wir auch nicht rein. Nein, kein Zombie, kein Bandit. Vielleicht, wenn man sich da irgendwie durchwurstelt. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Wir werden aber da sowieso noch eine zusätzliche Barriere einbauen und reinstellen. Ich habe aber auch gehört, dass die Banditen Tore öffnen können. Gut. So, jetzt der Test. So, andere. Ja. So, den anderen. Und jetzt der Generator. So, wie ist es mit... Oh, ist das cool. Richtig cool beleuchtet. So, schauen wir nach oben mal. Richtig cool beleuchtet. So, auf eine Aussichtsposition. Base Jump. Wobei, es ist ja kein Base Jump. So. Super, oder? Sieht genial aus.
Ich hoffe, drinnen spawnen jetzt keine Zombies. Sieht schon genial aus. Kann man nicht sagen. Super. So, ein Teil will ich noch einbauen. Und, hey, gar nichts passiert. Und zwar, den einmal abstellen. Und zwar da in diesen Spalt dazwischen. So, abstellen. Erstmal. Ein Huhn gackert lustig vor sich hin. So, nein, ich nehme das aus der Garage. Jenes hier. So. Super. Einfach fallen lassen. So, ist alles drin? Ja, toll. Wir zünden es erst später an. So. Dann kommt hier. Wollte ich ja für die Gier. So. Und hier. So. Dann würde ich auch sagen, das war's für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das nächste Mal gehen wir in die Mine. Unbedingt, weil wir brauchen Munition. Es hilft nichts. Wir brauchen Munition für die dritte Geisel und. Und Kupfer für die... Ach, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.